Über einen warmen Geldregen konnte sich der Heimat-Naturgarten in Weißenfels freuen. Dr. Michael Heinemann, Vorsitzender des Fördervereins, nahm am Montag einen Scheck in Höhe von 13.500 Euro von Eckhard Günther, dem Geschäftsführer der Weißenfelser Stadtwerke, entgegen. Das Geld ist der Erlös vom 25-jährigen Firmenjubiläum, bei dem die Gruppe Karat ein Konzert gab. Ich habe es nicht erwartet, dass wir doch eine fünfstellige Summe hier zusammenbringen. Dank an alle, die das Konzert besucht haben, die mit ihrem Eintrittsbeitrag hier einen Beitrag geleistet haben, sind ja überwiegend Kunden noch der Stadtwerke Weißenfels. Dank auch an die Firmen, die wir als Partner schon über viele Jahre mit uns unterwegs haben. Sie hatten gefragt, wie sie eine Aktion von uns gestützt mittragen können, und wir haben das dann auch hier zum Heimat-Naturgarten gelenkt. Michael Heinemann war überaus erfreut über die Höhe des Schecks und betonte nochmal den wichtigen Stellenwert des Heimat-Naturgartens in Weißenfels. Ich habe nicht damit gerechnet, aber wissen Sie, wenn man das so viele Jahre macht und weiß, wie die Menschen eigentlich hier uns unterstützen schon über Jahre, dann habe ich auch keine Angst vor der Zukunft, auch wenn ich heute nicht sagen kann, wie wir das nächstes Jahr und übernächstes Jahr finanzieren. Denn wie gesagt, es stehen viele Aufgaben an, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, der Heimat-Naturgarten hat eine Zukunft, weil die Menschen, die meisten Menschen auch zu dem Heimat-Naturgarten stehen. Das Geld kommt dem geplanten Bau des neuen Luchsgeheges zugute. Mit dem Scheck sind jetzt 42.000 Euro zusammengekommen. Damit der Bau dann starten kann, benötigt der Heimat-Naturgarten rund 60.000 Euro.